Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 16. So, letzte Folge haben wir unseren Onkel Byron kennengelernt und ja, sind nun wieder im Versteck und bereiten uns auf die nächste Mission sozusagen vor. Allerdings gibt es noch ein paar Nebenmissionen, die wir hier noch erledigen können. Zwei Stück. Eine davon ist Plus, deswegen machen wir die auf jeden Fall. Und ja, wieso die nehmen wir mal direkt an. Jeden Tag werden neue Aufträge am Brett angeschlagen. Aber wer soll sich denn bitte um all die kümmern? Clive, gut, dass du da bist. Gibt's ein Problem? Schledorn ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen ein, zwei Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Irgendwas bedrückt ihn und er will mir nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Aber vielleicht fängt er wieder an, wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Also, kommst du mit? Natürlich, es geht schließlich um unseren Schmied. Gern, wenn das hilft. Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht er Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Gut, dann auf zu Schledorn. Typischer Adel. So, chill. Du musst noch ein bisschen warten. Wir haben noch was zu erledigen. So, da war jetzt auch noch eine Quest. Machen wir erstmal die mit dem Schledorn. Dieses Monster hat wohl Gefallen an Charon gefunden. So, hallo. Erster August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Clive will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich mach mir Sorgen. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Charon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte. Und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So, zufrieden? Habe ich euch genug bespaßt? Dann zischt ab. Na gut, bis später. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps. Dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Charon. Gut, dann fragen wir sie mal, wo sie ihn her hat. Gefallen an Charon gefunden. Was für ein Monster? Er ist kein Monster. Er heißt Torgal. Und er würde dich genauso doll mögen, wenn du ihm so viele Leckereien geben würdest.
Torgol ist kein Monster, der ist süß. Er schläft da hinten. Charon, eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kürassier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar, seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Ding. Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht so, wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da hab ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können? Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint voll lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst, am Jagdbrett stammt auch was von einem Greif. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in Sanbreck, glaube ich. Kernorvan, das war's. Danke, Charon. Du hast uns gerettet. Wäre nicht das erste Mal. Tja, dann werden wir diesen Lederarbeiter wohl am ehesten finden, wenn wir uns den Greif vorknöpfen, oder? Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da herausfinden, wo er wohnt oder sowas. Gute Idee. Dann wird ihn einer von uns sicher finden. Gut, das heißt, wir gehen wohl auf Greifenjagd. Gut, bevor wir dann zum Jagdbrett gucken, wo der genau ist, gucken wir nochmal, was hier noch so los ist. Was hast du da für einen Wälzer? Oh, das? Das ist Valestea, eine kulinarische Pilgerfahrt. Ich hab's vom alten Harpo. Es scheint, als wäre keine Kreatur so widerlich, dass man sie nicht für ein außergewöhnliches Rezept verwenden könnte. Reichen gewöhnliche Rezepte denn nicht? Wo ist deine Abenteuerlust, Cid? Ehrlich, ein Blick auf diese Rezepte und du tauschst dein Schwert gegen ein Fleischerbeil ein. Vom Spießbraten bis zur Pastete, alles hier drin. Ach, was würde ich dafür geben, eines davon auszuprobieren? Falls du meinen Segen dafür brauchst, dann nur zu. Ich bin kein Jäger, Cid. Der erste Wurm, auf den ich treffe, würde mich fressen. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt. Würdest du mir bei einem der Rezepte helfen? Ja, okay, gut. Ich fürchte, du akzeptierst ein Nein nicht als Antwort. Gut, ich helfe. Großartig, danke. Und? Was steht auf der Speisekarte? Der kühne Eintopf. Dem Autor zufolge war er mal ein Favorit unter Oriflams Feinschmeckern. Aber Molly kennt ihn nicht. Das Rezept selbst ist leider nur verdammt vage, was die wichtigste Zutat angeht, während die Zubereitung bis zum Überdruss durchgekaut wird. Eine Bestie, kein Zweifel. Sicher eine, die mit einem einfachen Koch wie mir kurzen Prozess machen würde. Aber wunderlich violett? Keine Ahnung, was das sein könnte. Was steht dazu noch im Buch? Nur, dass sie wie ein zartes, einsames Veilchen einem Bett aus Rosen entwächst. Rosen. Rosaria vielleicht. Einer der Fleischer in Martas Rast könnte was wissen. Ich frage, wenn ich wieder dort bin. Na gut, dann werden wir uns dort mal umhören. So, was haben wir jetzt hier noch? Der Stein will irgendwas von uns und irgendwas in unserem Zimmerchen ist noch zu finden. So, wahrscheinlich wieder irgendwelche neuen Level. Ja, gut, es muss reichen. Jo. Ohne den verdammten Staub wäre das tote Land nur halb so schlimm. So, gucken wir erstmal hier. Da gibt es Marthas Äpfel. Ein Korb voller Äpfel, etwas mickrig, aber dennoch recht süß im Geschmack. Dass diese Früchte der verdorbenen Erde des toten Landes entsprossen sind, ist der Hingabe und des Durchhaltevermögens einer Frau zu verdanken. Martell,
Zwar lag sie den Wunden, die sie im Zuge von Kupkas Angriff auf das Versteck erlitten hatte, doch ihr Vermächtnis lebte in den Ablegern weiter, die sie aus den Ruinen retten konnte. Jo, schön. Martells Äpfel. So, und hier haben wir Post von 3 Leuten. So, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Einer der Jungs hat heute Morgen den Korb mit Martells Äpfeln von Garten raufgebracht. Honigsüß und erfrischend wie der Morgenwind waren die. Ich habe mir gesagt, iss besser nur den einen, aber wenn sonst noch keiner auf den ollen Otto hört, warum sollte ich das dann selbst tun? Sagt Nigel und den anderen, dass ihnen da wirklich etwas Großartiges gelungen ist. Ich erinnere mich noch gut daran, dass damals niemand außer Sid unsere Äpfel auch nur angerührt hat, weil sie so schrecklich sauer waren. Aber ihm ging es sowieso nie um den Geschmack, sondern um das, wofür sie standen. Unsere Fähigkeit, aus eigener Kraft zu überleben. Und sieh nur, wie weit wir gekommen sind. Sid wäre stolz auf uns. So, eine Flamme, wie sie heller nicht brennt. Lord Rossfield, ich möchte euch nochmals für das grobe Willkommen, das meine Männer euch im Lazarusviertel bereitet haben, vielmals um Verzeihung bitten. Sicherlich habt ihr Verständnis dafür, dass niemand von uns damit rechnen konnte, gerade euch an unseren Toren vorzufinden. In der kurzen Zeit, die seit unserem Wiedersehen vergangen ist, habt ihr euch als derselbe Mann erwiesen, dem ich vor so vielen Jahren nach Stillwind gefolgt bin. Ihr seid zweifellos eures Vaters Erbe würdig. Ich wünschte, Sir Tyler, der Kommandant und all jene, die wir in dieser Nacht verloren haben, könnten sehen, wie hell eure Flamme jetzt lodert. Bitte seid euch der Treue und des Beistandes der Hüter gewiss. Ich bin stolz, wieder an eurer Seite zu stehen. Ja, es gibt immer noch ein paar Leute von damals, das ist schön. Dominium, nichts Neues. Die Dalmeker und das Kaiserreich sitzen ganz schön in der Zwickmühle. Wie zwei Straßenköter umkreisen sie sich mit gefletschten Zähnen. Aber niemand will den ersten Schritt wagen. Ich glaube, sie haben beide gemerkt, in was für einen Haufen Chocobo-Scheiße sie da getreten sind. Wäre ich ein Spieler, würde ich mein Geld darauf setzen, dass sie hier erstmal nichts tut. Ich halte dich auf dem Laufenden. Gut, da ist also alles ruhig. Dann können wir ungestört unsere Arbeit erledigen. So, ansonsten nichts. Dann auf zum Jagdbrett. Typischer Adel. Versteckt sich lieber hinter seinen... So, Nektar, wie schaut's aus? Übersichtungen von Greifen. Ich höre, bist du auf der Jagd nach dem Greifen, Kupo? Das muss dein Glückstank sein. Ich habe nämlich einen hier am Brett, der nur so darauf wartet, erlegt zu werden, Kupo. Hippogriff. Kernovo, Westtor in St. Breck. Gut, das hier ist irgendwo in Rosaria und das ist Sonnenpfad. Der Engel des Todes. Okay. Sonnenpfad und... Ja, warum hat er immer noch ein Plus? Nee, das haben wir ja schon gefragt. So, mal kurz gucken. Der Sonnenpfad. Wenn wir schon mal hier sind und irgendwelche Viecher jagen, können wir gucken... Oh toll, der Sonnenpfad. Wo kann das Viech nur sein? Ist ja nur so ein riesiges Gebiet. Gut, und Kernovo Westtor, das ist ja genau der Obelisk, den wir damals freigemacht haben, wo ich da so rumgeritten bin. Gut, ja, dann gehen wir erstmal zum Sonnenpfad. Ansonsten hier oben ist aber nichts, ne? Nee. Und gucken, wo wir dieses Ding dann finden. Und dann holen wir uns den Greifen. Der bei der Burg ist. Den sollte man wahrscheinlich eher finden. Halte die Sardinen schön kühl. Nun sieh dir das an. Ja. So, Ambrosia. Und los. Sonnenpfad. Jetzt habe ich auch nicht geguckt, was das für ein Ding eigentlich ist, das wir suchen. Oh, das sieht mir außergewöhnlich aus. Ich glaube, ich habe es gefunden. Bist du das, was wir suchen?
Ja, bist du. Haruna, Ranzi. Ich fürchte, ich weiß, was das ist. Das wird kein leichter Kampf. No, Togger, fass! Kaboom! So, berüchtigte Gefahr gebannt. Das war dann wohl einer dieser Garuda-Schwestern. Noch ein etwas unbekanntes davon. Und getrübtes Auge. Okay. Es ist vorbei. Finde Frieden. Bereit? So, das Viech wird erledigt. Hier ist auch noch was. Das möchte ich mir nur kurz angucken, bevor wir zu dem Greifen spazieren. So, was haben wir denn hier? Nichts. Ja. Bäh. Okay, ein Raptor. Ab nach Hause. Oder mehr. Angriff! Schnapp sie! Hier drüben! Torga! Fass! Schnapp sie! So. Hier war doch... Ja, genau. Da habe ich doch was gesehen. Eine Kiste. Okay. So, war das hier alles? Wiederkunft. Okay, das ist nur so ein kleines Stückchen Garten. Ja gut, dann... Ja. Auf zum Westtor. Greife sind nicht gerade leichte Beute. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Hab dich erspäht. Da oben stehst du rum und wartest auf irgendjemanden. Gut, wahrscheinlich auf leichte Beute, schätze ich mal.
Aber das sind wir definitiv nicht. So, kommst du runter? Der Hypogriff. Rang B. So, zu Boden. Wow. Jetzt stirb. Sehr froh. So, erledigt. Und Level 27. Eine Rotlegierung. Und Meteorstein. Was ist großer? Ist das unser Mann? Sieht fast so aus. Du hast gut gemacht. So, ich bin gleich da. Da hinten glitzert was. Das ist wichtig. Oh mein Gott.
Ja, es war sehr wichtig. Alles in Ordnung? Ich werde es überleben. Der Greif hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Aber hier im Gras scheint er mich dann aus den Augen verloren zu haben. Sieht ganz so aus. Ich heiße Kamil. Ich bin Lederarbeiter, falls du das nicht schon gerochen hast. Gerochen nicht, aber geahnt. Erinnerst du dich an eine Händlerin namens Charon? Ha, die werde ich so schnell nicht vergessen. Sie hat mir letztens einen Kyras abgekauft. Erst war sie ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann hat sie mich runtergehandelt, als ging's um ihr Leben. Ha, sag nicht, sie will ihn umtauschen. Nein, ich bin hier, weil... Oh, da bin ich aber geschmeichelt. Solltest du sein. Er ist ein wahrer Meister und zeigt sich nicht oft beeindruckt. Schmiede sind stolze Leute. Die haben normalerweise nicht viel übrig für Rüstungen ohne Metall. Und ich nehme an, dass ein grandioser Kämpfer wie du sicher zu seinen besten Kunden zählt, habe ich recht? Tja, ich würde euch wirklich gerne weiterhelfen, aber... Moment mal. Vielleicht könntest du ihm das geben. Was ist das? Ein Stück Leder. Daraus war auch der Kyras gemacht. Das wird dein Schmied sofort erkennen, wenn er so gut ist, wie du sagst. Danke. Ach, ist nur ein Fetzen Leder. Dank dir gehe ich heute mit haufenweise Greifenhaut nach Hause. Und du hast mir die Haut gerettet. Ach, also, ich würde ihm ja die Technik an sich verraten, aber das wäre gegen die Regel. Betriebsgeheimnisse, du weißt schon. Kein Problem. Ich bringe sie mit. Vielen Dank für deine Hilfe. So, langsam ruft mich die Arbeit. Grüß deinen Schmied von mir, ja? Mach ich. Und danke. Mal sehen, was Schledon hierzu sagt. Ja gut, dann kommen wir halt mit dem Leder zurück. Vielleicht kann er sich ja daraus erschließen, wie das Ding hergestellt wurde. So, dann als nächstes sollen wir ja hier zu Marthas Rast. Ist es sonst noch irgendwo ein Auftrag? Nee, sieht nicht so aus. Warum leuchtet das Ding so? Oder warum ist es auf der Karte? Habe ich dieses... Moment, haben wir hier nicht auch eins? Moment, da muss ich nochmal nachgucken. Auf geht's! Pfleg, Ambrosia! Da haben wir doch letztens irgendwas gesehen. Bis auf dieses Unkraut hier natürlich. Und Spinnen. Tatsächlich. Da steht so ein Ding. Und was wollt ihr jetzt von mir? Jetzt, Torgal! Da. Nee, da funktioniert gar nichts. Jetzt ist es allerdings auch verzeichnet. Okay. Na gut, dann auf zu Marthas Rast. Wir müssen immer noch herausfinden, was das für ein Fleisch ist für das Essen. Gut, aber... Zack. Speichern wir das erstmal und gucken uns in der nächsten Folge an, was für ein Fleisch wir da jetzt brauchen. Dann ja, bedanke ich mich mal erst wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Komm zu mir, Ifrit!